Laura, der erste Satz war wie immer hier knapp, aber dann im zweiten habt ihr super gespielt und ihr steht im Finale. Ja, ich genau, das stimmt. Wir sind im Finale. Ich kann es immer noch nicht glauben, das ist einfach der Wahnsinn. Wir haben uns da echt super reingekämpft, viel Geduld gehabt, Punkt für Punkt gespielt. Sind besser in den Aufschlag noch reingekommen, besser noch in Blockabwehr, haben es den beiden wirklich schwer gemacht. Und ja, es hat einfach alles dann zum Schluss funktioniert. Das war der Wahnsinn. Und im ersten Satz, da müssen wir auch drüber reden. Wir wissen es von Clemens und Julius, dass Clemens gern mal die wichtigen Punkte abnimmt, aber du machst einen Blockpunkt. Ich muss dir kurz mal zeigen, wie das geht. Nein. Ist einfach so, dass man vielleicht auch mal was anderes macht, weil sie sind dann sehr gut in den Rhythmus gekommen im Sideout. Und dann einfach zum Nachdenken bringen oder so, einfach mal ein bisschen was anderes machen. Und es hat zum Glück gut funktioniert, es muss nicht immer funktionieren. Und ich bin einfach nur froh darüber, dass es funktioniert hat. Und jetzt bist du seit langem nach der Pause mal wieder im Finale. Und wer ist im Finale? Agatha natürlich. Ist es auch doppelt schön, dass man dann doch jemanden trifft, den man schon länger kennt? Ja, ich liebe die beiden. Duda, Agatha sind ganz, ganz tolle Personen, ganz tolle Spielerinnen. Und die, was sie auch die letzten 2 Jahre gezeigt haben, ist einfach grandios. Oder länger noch, aber jetzt die letztes Jahr, wo ich auch nicht da war und dieses Jahr. Und ich glaube, hier haben sie auch easy die Olympia-Quali jetzt geschafft bei den Brasilianern. Es tut, dass sie dieses Jahr mehr oder weniger zu Ende ist. Und ich bin einfach glücklich für die beiden. Aber morgen möchte ich auf jeden Fall mehr. Wir wollen agieren, die Kontrolle übernehmen und gewinnen das Ding. Glückwunsch und alles Gute für morgen. Dankeschön. Ja, also im ersten Satz waren wir natürlich die ganze Zeit Punkt auf Punkt. Also ist nicht viel passiert. Jedes Team halt hat den Sideout gemacht. Zwischendurch haben wir mal einen Ass gemacht oder mal eine Blockabwehr. Aber ansonsten war es eigentlich die ganze Zeit knapp. Dann waren wir 2, 3 Punkte im ersten Satz vorne. Dann haben wir diesen Vorsprung verloren und Schweiz hat aufgeholt und sie waren vorne, hatten 2 Satzbälle, wo wir konzentriert geblieben sind und gemerkt haben, okay, wir hatten das jetzt schon erfahren, dass es möglich ist und wir haben es geschafft, den Satz zu drehen und im zweiten und im zweiten das durchzuziehen von vornherein und da auf jeden Fall auch am Ende fokussiert zu bleiben, weil selbst wenn man viel Vorsprung hat, ist es immer ganz wichtig, dass man fokussiert bleibt, weil es kann immer alles passieren in dem Sport. Und hat es geholfen, dass Laura dir noch kurz gezeigt hat, wie man blockt? Auf jeden Fall. Habt ihr gesehen? Ich habe ihr vorher auch gezeigt, wie man abwehrt. Also das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Den Cut, den ich da rausgeholt habe, aber ist natürlich auch, weil sie so viel Druck gemacht hat im Block. Also. So, jetzt ist es dein erstes Finale mit Laura bei einem so einem großen Event und es ist in Rom. Wie sehr freust du dich? Kannst du heute Nacht überhaupt schlafen? Auf jeden Fall kann ich schlafen. Also definitiv ist es schön, ich hätte es mir nicht anders aussuchen können. Finale überhaupt zu spielen und dann in Rom, ich fühle mich hier in Italien natürlich wie in meiner Heimat. Und das ist, ich freue mich hier Italienisch zu sprechen, die Menschen zu sehen, das bin ich natürlich gewöhnt. Ich habe viele Jahre hier gespielt und ja, freue mich auf morgen, das Finale einfach zu genießen und mal gucken, was drin ist. Dann alles Gute für morgen und gute Erholung. Danke dir. Vielen lieben Dank. Tschüss.